Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Es geht heute weiter am M4. Wir werden ihn dann gleich zu unserem Lackierer / Karosseriebauer bringen, damit es da weitergeht und er dieses Jahr dann nochmal hoffentlich auf die Rennstrecke geht. Zwei Sachen vorher noch. Wir haben ja, also beziehungsweise ihr habt euch ja entschieden, wo die Spenden hingehen sollen. Da habe ich jetzt auch schon, also das ist schon erledigt. Kann ich euch mal einblenden? Ja, Elisa, ist mal cool, dass das so geklappt hat. Also ich denke mal, da freuen sich alle Begünstigten drüber. Und ja, ist eine schöne Aktion, finde ich echt super. Die haben sich wirklich alle super, super drüber gefreut. Und das freut uns dann natürlich auch mega, wenn wir da ein bisschen helfen können. Und da hinten auf der Hebebühne steht schon der M4 bereit. Den werden wir gleich fertig machen, auf den Trailer packen und dann rüberfahren. Und noch was Kleines, denn ich habe eine Frage an euch. Wir haben nämlich bald eine Technikschulung. Zusammen nämlich mit unserem Partner Motul. Ihr seht, unser Regal geht auch langsam zur Neige, weil wir in der Werkstatt ausschließlich nur Motul verwenden und auch super, super zufrieden sind. Und die Jungs und Mädels kommen uns nämlich besuchen. Wir machen zusammen eine Schulung mit dem Fokus Additive. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwas gerne wissen wollen würdet, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, weil dann kann ich die Jungs und Mädels mit euren Fragen auch löchern. Wir werden dazu auch ein Video drehen, denn ich denke, das wird nämlich sehr, 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 sehr interessant werden. Und deswegen, falls ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie uns gerne. Und ich freue mich mega, dass wir jetzt endlich Partner von Motul sind, weil wir das Öl schon wirklich sehr, sehr lange verwenden und super zufrieden sind. Und wir schneiden jetzt den M4 auf den Trailer und dann geht's los zum Lackierer. So, der M4 steht jetzt schon auf dem Hänger parat. Max verzurrt ihn jetzt noch. Folie ist vom Seitenteil schon runtergekommen. Rücklichter raus, Stoßstange ab, Kleinteile alle weg. Und jetzt fahren wir zum Lackierer. Da sind wir mal gespannt, was der hier sagt. Aber jetzt auch ohne Folie. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Aber wir warten mal, was er dazu sagt. Das ist jetzt gerade beim Lackierer des Vertrauens angekommen. Der Hans hat ja damals auch meinen E36 lackiert. Ja, Hans, was sagst du dazu, was der Max da gemacht hat? Ja, leichte Verbeulung von vorne und des Seitenteils, aber das kriegen wir wieder hin. Was macht ihr da? Das müssen wir erst einmal aufspannen, da müssen wir das rausziehen, von innen und von außen richten. Da unten ist auch reingebogen und ist auch gestaucht. Da unten, aber das müssen wir dann wieder von innen, wo man so gut mal hinkommt, aber von außen schön rausrichten, damit wir die Kante da wieder schön hinbringen. So wenig wie möglich Spachteln drauf machen muss, ne, dass das Spachtel an Teil gering ist. Also schön richten, der ist auch noch gestaucht da vorne, ne, siehst, das ist so noch vorne gestaucht. Das müssen wir halt wieder noch hinrichten und rausziehen. Der Rücklicht müssen wir einpassen und so, das ganze Schauer. Stoßstange müssen wir hinhalten und dann kann man das Stück für Stück rausziehen, ne. Also meinst du kein Problem ohne neues Seitenteil? Nee, dann machen wir kein neues Seitenteil, nein, dann machen wir mehr am Auto kaputt. Das macht natürlich Arbeit, aber dafür sparen wir uns einen Haufen Schweißarbeiten ringsherum. Das fällt dann flach. Besser ist es natürlich zum Richten, wenn man das richten kann. Also ihr werdet dann wahrscheinlich den Lack runterschleifen und dann irgendwie anpumpen? Richten, dann komplett runterschleifen, teilweise anpumpen, anschweißen, ziehen, ne? Richtgerät anbauen, Rad runter, dass man da schön arbeiten kann und dann schön Stück für Stück rausziehen. Erst einmal die Kante, die Fläche, die Kante miteinander rausziehen, ne? Dass man beides dann wieder verinnerpresst, gleichzeitig noch mit rein, dass man halt das Ganze wieder rausbringt. Und die Kante hier kriegt man dann wahrscheinlich auch wieder schön hin. Das kriegen wir auch wieder schön hin, macht halt Arbeit, aber das ganze Seitenteil rausmachen, das nächste muss die alles, die ist ja nur gebürtelt, da ist ja nicht geschweißt. Das muss man dann wieder neu schön bürteln und hinten abdichten alles. Und da von auch wieder abdichten die Nähte, wo wir dann aufgehen. Die muss man dann wieder schön dicht machen, der Rostschutz drüber, dann die Nähte dicht abdichten und dann kann man erst das Spachtel anfangen. Da kommt auch vorher Rostschutz drauf, bevor man spachtelt, weil die Materialien halt, die sind ja nicht mehr zinkromathaltig oder bleihaltig, ist ja nichts mehr und es ist ja nur Rostschutz mehr in die Füller oder in die Spachtelmassen, ist ja alles draußen, deshalb muss er extra Rostschutz drauf, bevor man das Spachtel anfängt. Okay. Erst richten, Nähte alle wieder abdichten, dann Rostschutzgrundierung drauf und dann wird erst gespachtelt und dann Füller. Schleifen, Lack, schleifen. Gar nicht so schlimm. Nee, ich habe auch gesagt, also mit der Folie sah es schlimmer aus, als die Folie runtergezogen. Ich habe auch nicht so schlimm. Es macht zwar Arbeit, das Ganze wieder raus, weil das geht nicht einfach so raus, weil da müssen wir nicht Obacht geben, dass es da nicht so ausreißt.
beim Richten, weil wenn man festschweißt, ja, aber dann, wenn es nicht das alles das Blech zerreißt, ne? Ja, ja. Das wollen wir auch nicht machen. Nee, nee. Aber gut, hätte ich gesagt. Starten die Jungs, oder? Jo. Morgen holen wir wieder ab um 8. Ja, morgen um 8. Passt, oder? Dann? Los geht's. So, jetzt müssen wir erstmal sauer machen, alles das Wachs abmachen, damit wir dann arbeiten können. In den Rest kurz zerlegt. So, jetzt wird die Presse aufgebaut, damit wir erstmal grob vorpressen können. Grundierung vor Spachtelauftrag, damit der Rostschutz gewährt ist. Max hat jetzt gerade den M4 aufgeladen. Sollen wir mal tauschen? Können wir auch. Tauschen wir. Ich bin zwar voller Hundehaare. Das macht nichts. Vielen lieben Dank erstmal. Schaut ja wieder aus. Schaut besser aus als neu. Kam irgendwas Unverhofftes noch, was ihr machen musstet? Nee, gewohnte Arbeiten, die man mit Richten, so wie die Seiten reingedrückt worden, war das klar, was wir machen müssen. Hm. Du siehst, es hat geklappt. Was ich halt auch geil finde, ist. Ist halt wirklich, dass es halt wieder ausschaut wie Original. Und Original-Kidnet ist auch so schön. Tipptopp. Das soll ja wieder ordentlich ausschauen. Mhm. Und das macht ihr dann, wie macht ihr das dann, dass das hier zum Beispiel wieder genauso ausschaut wie vorher? Wird das dann mit einem Hammer? Sauber vorrichten, sauber vorrichten, hast du gesehen auf dem Video. Sag raus, so, Hans, genau die Kante machen. Hans hat für euch Videos gefilmt. Allerdings, Hans, du hast es im Hochformat gefilmt, aber ist egal, ich blende es euch trotzdem ein. Jetzt kannst du noch mal erzählen, wie habt ihr diese Kante gemacht? Naja, dann magst du erst einmal sauber richten, dass die Kante genau passt, schön anziehen, schön anzeichnen, dann sauber ausrichten. Mhm. Und dann muss man halt den Rest so mit Spachtel modellieren, dass alles sauber ausschaut. Mhm. Das war dieses kleine Hämmerchen, mit dem, wo du das im Video gezeigt hattest? Ja, das ist verschieden. Das war, es gibt auch verschiedene Werkzeuge. Aber das Feine magst du mit dem kleinen Hammer, weil mit dem großen drückst du die ganze Sachen rein und ziehen und gleichzeitig klopfen. Auf den anderen Videos ist es ja dann genau. Mhm. Und das machst du dann quasi mit Augenmaß? Oder wie mit macht ihr Augenmaß, das? Ich glaube, Lisa, du brauchst mal ein halbes Jahr Praktikum hier. Ja, oder? Mit Fühlen, drüber langer. Ihr Kinderbobo muss ich das anfühlen, sagen, wenn es lackiert ist. Ja, weil wir zum Beispiel, wenn du jetzt einen Spachtel drauf machst und dann musst du ja wahrscheinlich dann so lange schleifen, aber ich hätte dann bestimmt kein Auge dafür, dass es dann halt alles so. Nee, mit dem Auge siehst du es nicht. Du musst da drüber langer, musst so und so oft drüber langer, bis das Gefühl dafür gibt. Das Gefühl, Lisa, was du nicht hast in der Hand. Wenn du das schon vorher lang machst, dann kannst du das. Dann was genau das Gefährliche ist, genau, wenn es fast passt. Mhm. Ist zu viel oder zu wenig. Mhm. Das ist die Sphäre. Meistens schleifen zu viel runter. Ja, das wäre frühzeitig aufhören, ne? Das wäre ich 100%. Du fängst wieder von vorne und wieder aufspachteln und wieder zu viel runter. Das Gefühl dafür kriegst, wenn es passt. Mhm. Aber ist Übungssache. Okay, okay. Und dann einfach nach dem Spachtel kam Grundierung und dann Lack. Erst kann auch ein Richten kommen, Korrosionsschutz von Spachtelauf drauf. Mhm. Weil in den Materialien ist ja kein Rostschutz mehr drin. Dann kommt der Spachtel. Dann kommt wieder Korrosionsschutz, Füller.
Der wird wieder geschliffen und dann kommt der Lack, Basislack, schwarz, metallig und dann kommt der Chloral drüber. Und dann schaut es wieder aus wie vorher und jetzt kann der Max quasi dann nochmal auf die Rennstrecke. Jetzt kann er wieder anfahren und kann probieren, was er macht. Vielleicht machst du nächstes Mal die andere Seite und dann haben wir irgendwann das ganze Auto lackiert. Die Lisa freut sich. Weil wieder gleich schwer ist links und rechts. Ja. Genau. Tipptopp, nee, schöne Arbeit. Ich habe ja schon, der E36, den hast du ja auch lackiert. Den hast du ja nicht selber jetzt lackiert. Den habe ich nicht selber lackiert. Aber den E36 hat er selber. Ja, der muss lackiert. Ja nicht so genau sein wie der E36. Mit so einfachen Sachen gibt sich der Hans nicht ab. Das ist ja nur für die Rennstrecke. Genau. E36 genau. Muss ja. Der wäre ja foliert wieder, das ist ja nicht so schlimm. Ja, genau, da sieht man es ja nicht. Verschwindet ja das meiste wieder. Also, falls ihr mal einen richtig guten Lackierer braucht, aber ihr habt wahrscheinlich eh viel zu viel zu tun. Aber könnt ihr dort. Bloß keine Werbung, ne? Nur für gute Sachen. Nee, passt, Quatsch. Vielen lieben Dank. Gut. Wir kommen mal wieder, wenn dann wieder irgendwas kaputt ist. Okay. Wir sehen uns, ne? Ciao, ciao. So, der M4 ist jetzt auf der Hebebühne. Wir haben jetzt das V4 Racing ausgebaut. Ich habe ja gesagt, dass ich jetzt das Fahrwerk nicht mehr fahren möchte, weil ich damit ja nicht so klarkomme. Deswegen liegt hier dann auch schon wieder das V4 Clubsport. Das bauen wir wieder ein, weil damit kam ich richtig gut zurecht. Und im nächsten Video werden wir dann auf jeden Fall hier die Hinterachse angehen. Neue Hinterachse ist schon da, die ganzen Lenker. Diff Lift Kit haben wir noch und das werden wir dann zusammen mit euch alles einbauen. Und ansonsten ja, muss er dann nur noch foliert werden, aber da kann der Lack noch ein bisschen ablüften, weil ich glaube, direkt danach darfst du eh nicht die Folie drauf schmeißen. Deswegen ist es gut, dass wir ja noch ein bisschen Zeit haben mit der Hinterachse. Ja, ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, haut sie gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut!